Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren RP-Projektfolge hier auf unserem Kanal. Ich bin der Herr Bamberger und ich war gerade hier bei der Metzgerei, habe erstmal was eingekauft und so. Und jetzt geht es nun ab hier zurück nach Hause. Oh, Telefon. Ja, hallo? Ja, hallo, hier Herr Hanomag, der Bauhof. Ja, hallo, moin. Herr Bamberger, wir sind soweit fertig mit Ihren Hallen. Ich räume jetzt gerade noch die letzten Stühle rein. Könnten Sie zur Abnahme kommen? Ja, natürlich, ja. Das ist doch schön. Wie lange bräuchten Sie denn, um hier zu sein? Circa Minute ungefähr, hoffe ich. Wenn jetzt nichts im Wege kommt oder so hier, ne? Also, bin gleich da. Okay, gut, dann bis gleich. Jo, bis gleich, tschüssi. Oh, Mensch, das ging aber sehr schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass heute die Abnahme ist. Dass sie die Halle haben sie jetzt gestellt, glaube ich, ne? Haben sie gesagt. Und die letzte Halle steht jetzt. Das ist eine große Maschinenhalle, Leute. Wir gucken uns das Ganze jetzt mit ihm zusammen an und dann könnt ihr das ja alles sehen. Richtig geile Halle. So habe ich mir das auch vorgestellt, denke ich mal. Wenn alles so dementsprechend alles so passt, wie ich es mir gewünscht habe. Da ist auch schon der große Hof. Da ist er. Yes, es. Junge, ist das eine... Oh, guckt euch diese Halle an, du. Oh. Junge. Die Mauern, die sehen so ein bisschen alt und altmodisch aus. Oh, Mensch. Sieht doch schon mal gut aus hier. Können wir mal kurz gucken, so von draußen. Ja, sehr schön, ne, würde ich sagen. So, mal eben ganz kurz einmal. So, sieht doch schon mal gut aus hier, Mensch. So, moin, da ist er. Mahlzeit. So, ja, wir sind jetzt fertig. Ich habe jetzt gerade die letzten Stühle noch reingeräumt. Wir müssen jetzt nur noch die Container wieder wegschaffen und dann einmal rüber fegen und dann sind wir soweit fertig. Ja. Dann würde ich Ihnen jetzt erstmal noch das Geld fürs Radladerfahren geben. Ach so, ja, genau, ja. Da hatten Sie ja was gesagt beim letzten Mal. Ja, das habe ich hier im Umschlag, bitteschön. Das waren einmal 4.500. Ah, okay, ja, cool. Bitteschön. Ja. Und ja, sehr gut. Würde ich Ihnen jetzt erstmal hier Ihre Halle zeigen. Ja, das können wir gerne machen. Gut. Ja, die Eingangstür, ne, zu Ihrem Bürogebäude. Ah, das ist gut, ja. Oh, hier, richtig schön mit bepflanzten Pflanzen und alles. Ja, ein paar Pflanzen haben wir noch gefunden. Ein paar Blumen. Ja. Hier haben Sie dann Ihren Wartebereich für Ihre Crew. Ah, ja, das ist geil. Ja, cool, Mann. Ja, Mensch, ey, gleich alles mit Einrichtung nur. Brauche ja, nichts mehr kaufen. Alles im Service mit drin. Alles dann mit haben im Sie Service. Hinter, sich, hinter Ihnen einen Kalender, da können Sie Ihre Termine eintragen fürs Grashäckseln, Maishäckseln, Dreschen und so. Ja, das ist gut. Ja, da, Mensch, da bin ich aber froh, du. Hier sind noch Ihre Auftragszettel für Ihre Mitarbeiter, können Sie hier an die Wand pingen. Ja. Da können die dann auch morgens gleich einen Zettel nehmen und wissen, was sie zu tun haben. Ja, das ist gut. Ja, dann haben sie hier noch einmal einen Abstellraum. Ja. Hier können sie natürlich auch das Licht anmachen. Oh, das ist ja, Mensch, das ist Kinder, das ist ja richtig geil hier, du. Notfallfluchtplan. Der ist ganz wichtig. Der ist ja wichtig, ja, das stimmt. Gerade dann haben für. Sie hier noch ein paar Bilder von einem Fendt, Ideal und ein bisschen was aus der Landwirtschaft. Das ist aber Mensches Kinder, da kann man mal sehen. Also. Hier oben sind noch Bürogebäude, also ja, Räume, ja. Mhm. Räume, genau. Dann haben Sie Ihre riesen
Abstellhalle. Ja, oh, das ist ja mal Fläche hier. Hier kann man auch nicht was reinstellen, ne? Lichttoren. Die Tore können Sie hier öffnen, an dem Achso, Schalter. ja. Können Sie mal selber drücken. Ja, ich probiere mal. Oh. Genau, und Ah dazu ja, genau, ja. brauchen Sie dann noch einen Schlüssel. Die überreiche ich Ihnen dann gleich noch. Ja. Lichtschalter haben Sie hier natürlich auch und Strom. Da können Sie die Ach, ganze guck einer Halle an. schön belichten. Ja, ist ja geil, Mensch. Ja, top Halle, ich sag ja. Alle Tore sollten eigentlich funktionieren. Bei Problemen, wie gesagt, immer gerne melden. Da war dieser Preis der Halle ja was gut wert. Also dann ist das ja wirklich ein Top-Laden hier. Ja, dann haben Sie hier noch eine Waschhalle. Da können Sie dann einmal Ihre Maschinen waschen und natürlich mit Ölabscheider, ne, wegen Umwelt, Boah, guck einen Fluss an, und mein so. lieber Mann, nur. Ja, geil. Gibt es natürlich auch Licht, Ja, das ist gut, dann. damit Sie auch den letzten Dreck finden. Genau, weil meist wird ja auch abends gewaschen, ich sag mal, nach der Arbeit teilweise. Und was natürlich auch bei keinem Unternehmen fehlen darf, ist eine kleine Werkstatt mit Ersatzteillager. Ja, guck einer an, nur. Ist das nicht geil? Aufgeleuchtet. Können dann auch mal kleinere Wartungen und Reparaturen vor sich nehmen, ne? Ja, Wenn das man ist sehr Reifen gut, wechselt. das ist sehr gut. Hier extra abschließbare Fächer für Ihr Werkzeug. Ja. Und hier noch ein Ja, paar Mensch. Ersatzteillager. Und Ja. einmal Motoröl und einmal Hydrauliköl. Haben wir Ihnen zwei Fässer gespendiert. Und Ja, sehr ja. gut. Ja, Ja. sieht ja alles gut aus, Mensch. Und sonst war es das an sich. Wir können draußen die kleinen Hallen nochmal angucken. Ja, wir können ja noch mal rausgehen, genau. Wir gucken Genau, uns mal hier das Gelände an. gehen die Hallen natürlich auch, die Tore auch alle auf. Und das Ganze ist natürlich auch von außen, aber von außen brauchen Sie unbedingt einen Schlüssel, sonst können Sie die Tore nicht öffnen, aus Sicherheitsgründen. Und Achso, natürlich ja, auch, genau. dass Ihre Maschinen nicht geklaut werden, ne? Ja, das ist So, richtig. ja. Dann wollen wir mal den Herrn Bamberger anrufen. Ja, hallo? Ja, hier ist der Herr Müller, der Händler. Und zwar, ich bin gerade auf dem Weg zu Ihnen. Ich habe schon zwei Fahrzeuge für Sie. Die habe ich schon gekriegt. Ja. Also, ich bin fast bei Ihnen. Ja, es ist kein Problem. Wir sind ja hier gerade. Den Ja, Weg das ist wissen Sie, ja. ne? Den Weg wissen Sie, Jo, oder? ja, bin schon fast da. Achso, ja, gut, das ist gut. Ja, wir sind ja hier. Wir machen Jo. gerade Hallenbesichtigung. Und. Die müssten mich eigentlich auch schon fast sehen. Ja, alles gut. Alles klar, dann bis Bis gleich. gleich, jo. So. Ja, gut. Dann Jetzt geht's weiter. zusätzliche Kosten kommen jetzt nicht mehr raus. Hey, wo sind sie denn Das jetzt? Ach da. könnte vielleicht sein, dass das vom Vermesser herkommt, wegen Grundbucheintrag, aber sonst hat das alles noch so geklappt. Sie müssen jetzt nichts mehr zuzahlen und somit wären die Schulden bei uns auch beglichen. Ja. Und wie gesagt, Ihr Zaun oder Ihre Mauer, da würden wir dann, wenn Sie Interesse hätten, vorbeikommen und ein Angebot machen. Und wir könnten ja nochmal hinten die Abstellhallen angucken, außer Ja, Sie wir möchten stellen. gleich Ihre Also Trecker anmachen. erstmal wirklich mal ganz kurz zu den Herrn Müller, dass wir das hier eben einmal abschließen. Jo, dann machen Moin. Sie das. Jo. Da Ja, sind sie moin. ja. Ja, da Ja, sind sie, die guten Stücke, ja. also zwei jetzt erstmal. Ja, Also ist kein der Problem. dritte, der ist noch in Lieferung, der ist leider noch nicht da. Ich glaube, ich habe aber auch schon, ja, zwei Anhänger habe ich auch schon bei Ihnen stehen. Ja. Welche bringe ich auch noch her, aber zwei sind auch noch in Lieferung. Also die müssten eigentlich auch bald kommen. Der Meinung. Ja. Also es dauert nicht mehr lange. So, ja, wenn Sie wollen, können Sie die auch eben schon runterfahren. Das sind nämlich von Ihre. Können Sie gleich schon so gesehen eine Probefahrt mitmachen und dann Ach können Sie so, gleich ja, mit bauen. Moment mal eben, ja. Hier, haben Sie einen kleinen Moment, Herr Anomak, oder müssen Sie gleich Klar, also los? nee, ich muss hier erst eh noch warten auf meinen Mitarbeiter, der Ach muss so, ja, gleich da die muss ja Räume, den, haben Sie ja so ein gesagt, der bisschen Container auf. holen Also und so. ich habe Dann Zeit, kann ich ja also in der Zeit die Trecker da mal eben ja, können runterfahen. Sie machen. Okay, ja. Herr Hanumann, bei Moin. Ihnen habe ich noch eine Frage. Haben Sie Jo. das jetzt eigentlich mit dem Bagger noch hingekriegt, was Sie da mich gefragt haben, oder muss ich da Ah, noch vorbei? ja, es wäre schön, wenn Sie noch mal kommen wegen dem Hydraulikschlauch bei dem einen Bagger, ne? Ist das der hier ist? Oh nee, hier steht gar Ne, keiner. der war hier.
Den haben wir schon zum Firmengelände gebracht. Ja, wäre schön, wenn sie dann noch einmal kommen und den Schlauch austauschen. Ich komm noch mal hoch und dann gucken wir mal. Wir haben das jetzt immer ganz einfach gemacht. Wir haben immer wieder ein bisschen Öl nachgekippt, wissen Sie. Ja, aber wichtig ist eigentlich auch, wenn sie das Schild zu dem Zeitpunkt nicht benutzen, dann müsste das eigentlich auch gehen. Ab und zu mussten wir es mal nutzen, dann ist ein bisschen Öl rausgesifft, aber naja, lieber reparieren wegen der Umwelt. Ja, sonst, ne, man weiß ja nicht, wie der Bürgermeister reagiert und. Ja, hinterher gibt es hier noch eine Anzeige wegen Umweltbelastung und so, ne? Ja, gut, nee, dann komm ich, weiß ich Bescheid, dann komm ich da mal rum. Ja, das ist doch schön. Und wie laufen Ihre Geschäfte? Hallo? Ja, jetzt kommt gerade die große, jetzt ist gerade mal eine Großbestellung, also ich muss sagen, noch so weit und ich bin, mach jetzt mal Urlaub. Das ist doch schön. Hallo? Ja. Guten Tag, Herr Schröder. Hallo. Was wird denn hier errichtet, wenn ich fragen darf? Herr Bamberger? Ich weiß. Ja, hallo, ja. Wird ein mitgekriegt, ne, bei dem Fan. Ist da was aufgefallen? Ist eine Schaufel dran, ja. Und ein Frontlader, den haben sie nämlich nicht mitbestellt. Den habe ich mal so gesagt, ach komm, den gibt's von mir drauf. Ja, genau, ja, stimmt, ist mir aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert, dass da eine Schaufel dran ist. Ihr habt doch gar keine bestellt. Ich habe so gedacht, ach komm, nehmen wir gleich eine Schaufel mit. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Mensch. Das ist ja echt top. Ja, das ist mir eben so eingefallen. Ja, sehr schön. Na gut, also vielleicht komme ich gleich nochmal her. Aber ich kann es noch nicht versprechen. Ich muss gucken, wie jetzt in der Zeit die Lieferungen waren, wo ich jetzt nicht da war. Kann sein, dass was da ist, kann auch sein, dass nichts da ist. Mhm. Ich hoffe natürlich, dass was da ist. Ja, ist alles kein Problem. Also ich bin auf jeden Fall hier noch. Jo, alles klar. Okay, alles klar, dann vielen Dank. Jo, ciao. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo. Hallo. Herr Bamberg müssten Sie sein, oder? Ja, das bin ich, das ist richtig, ja. Hallo. Ich wollte fragen, was hier errichtet wird, also wenn ich fragen darf. Hier wird ein Lohnunternehmen gebaut, also das wird ja ein Lohnbetrieb. Ein Lohnbetrieb? Ja. Okay. Die suchen nicht zufälligerweise noch Fahrer? Doch, ich suche noch Leute. Boah, das würde ja passen. Ich bin nämlich gerade von meinem anderen Job, der hat mir nicht so ganz gefallen, auf einem Betrieb, ja. Auf einem Milchviehbetrieb. Und da habe ich jetzt gekündigt und bin jetzt auf Suche nach einem neuen Job. Achso, und dann wollen Sie, ja, und dann sind Sie hier so vorbeigekommen, ganz spontan oder was? Ja, ich bin gerade hier so vorbeigefahren und ich wollte halt meine Cousine besuchen, dann bin ich hier vorbeigefahren und hab mir so gedacht, gut, ach so, ja. Letztes Mal noch nicht. Frag's mal. Ja, nee, ist, also wir können gerne mal ins Gespräch kommen, ja? Ja, das würde passen. Soll ich Ihnen dann einfach mal Lebenslauf und Bewerbung schreiben? Ja, das können Sie machen, ja. Ja. Das können Sie gerne machen und dann in den Briefkasten werfen, ne? Das ist, Dann würde ich das gleich machen. Ja, und wer sind Sie hier noch? Mein Name ist Kai Nordmann. Ich komme gerade von einer Arbeitssuche, also ich war gerade auf Suche nach Arbeit, habe Lebenslauf und so dabei gehabt, wurde aber leider nicht angenommen. Ach so. Habe ich Sie hier entdeckt. Ich dachte mir, vielleicht brauchen Sie ja noch die Angestellte. Ja, das hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Wir sind ja erst noch im Aufbau. Wir können gerne nochmal ins Gespräch kommen, alle zusammen hier. Nur heute ist schlecht, wir sind hier heute noch in Vorbereitung, Fahrzeuge müssen noch geliefert werden und wenn, dann machen wir das so, dass wir einen Termin machen. Dann müsst ihr beide nochmal vorbeischauen und dann kann das Ganze losgehen. Habt ihr denn schon mal sowas mit Lohnunternehmen überhaupt gemacht? Das ist nämlich noch eine Frage, die ist ja auch ganz wichtig. Also, früher als Kind bin ich immer mit meinem Onkel und mit meinem Vater mitgefahren, dann Lohnunternehmer. Also, da würde ich mich auskennen. Ja, okay. Es gibt sowieso noch einen Besichtigungstermin hier, also einen Besichtigungstag, ne? Also, sowas wie eine Art Tag der offenen Tür will ich hier machen für die
ganzen Umgebungsleute hier, die Höfe und so, die ich noch nicht kenne, die, da will ich auch noch eine Rundfahrt machen und mal so ein bisschen Werbung machen für meinen Hof hier. Und dann wird es auf jeden Fall so einen Tag geben. Da seid ihr natürlich dann auch schon mal ganz herzlich eingeladen. Okay, danke Dann schön. kann ich dazu dann auch noch mal mehr erklären, was es hier überhaupt so gibt und ja. Ja. Nee, da kommen wir noch mal Das ins ist okay. Gespräch. Ja. Alles klar. Würde mich nicht freuen. So, gut. Ich muss jetzt noch mal zu den Herrn Hanomag, ne? Und dann sprechen wir noch mal miteinander. Ja, machen wir. Einfach vorbeischauen wieder. Alles klar. Dann wünsche ich euch was. Ja. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt sind wir soweit, jetzt sind wir ja erstmal soweit fertig. Also, jetzt können wir noch den Rest der Hallen nochmal besichtigen. Ja, dann haben wir noch einmal hier Ihre beiden Unterstände, die Sie wollten. Genau. Die Ja. sind an sich sehr pflegeleicht, also da brauchen Sie nichts machen. Genau, die hatten wir ja letztes Mal schon besichtigt da, dass Genau. die schon stehen. Die Fundamente haben wir auch 1,5 Meter tief gemacht, also die halten ordentlich. Selbst wenn mal wer aus Versehen gegen ihre Pfeiler fährt, Ja, kracht das nicht gleich stimmt. alles zusammen. Ja, das stimmt, ja. Und sind auch ausreichend hoch gebaut, dass nicht irgendwas hängen bleibt, irgendeine Ne, ist richtig. Maschine. Ja, dann wäre es das soweit von mir aus. Ich Ja. würde Ihnen dann noch die letzten Dokumente zukommen lassen. Genau. Und dann müssen Sie Dann machen wir dann. einen neuen Termin wegen den Zaun noch. Und Genau, dann komme ich ja genau. eventuell nochmal ziehen wegen Hauspause. Was machen Sie ja auch, habe ich gehört. Ja, genau, Fertighausbau, ja. Genau, ne? Das war vielleicht eventuell, das dauert aber noch. Ich muss jetzt ja erstmal meine Maschinen, wir haben ja jetzt gerade erst drei Trecker gekauft. Ja. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir noch Maschinen rankriegen hier. Wie man sieht, die Hallen sind ja dann noch leer, ne? Ja, Das sieht ja also nicht so, das sieht ja noch nicht nach Lohnunternehmen aus, würde ich sagen. nee. Also ich kann Ihnen nur noch anbieten, dass falls Sie mal einen Tieflader brauchen oder mal eine Erdmulde, können Sie sich die bei mir auch gerne ausleihen. Das ist ja auch nett, ja, Mensch. Weil Ja. Unternehmen hier in der Region sind selten, also müsste man die ja schon unterstützen, ne? Und Genau, ja, das finde ich ja. gut. Das ist doch schon mal sehr schön. Gut, dann wäre es das von meiner Seite Ja, das aus. Finanzielle haben wir ja abgeklärt. Das ist ja Genau. auch bezahlt. Das habe ich ja Jo. gestern schon bezahlt. Das hat ja der Herr Ah ja, Lindenlaub, unser Kollege heißt Jan. er, ne? Lindenlaub, glaube ich, ne? Der hat das ja Ja. alles gestern mit mir schon gemacht da. Also das Geld haben sie auf jeden Fall schon bekommen. Genau. Und ja. Gut. Dann. An sich haben wir hier nichts mehr. Genau, wenn Sie Fragen haben oder irgendein Problem mit der Halle, Sie haben da drauf 5 Jahre Garantie auf die Ja. große Halle und auf die Tore. Okay. Ja, sehr Und gut. wenn irgendwas ist, melden Sie sich, dann kümmern wir uns drum. Ja, okay. Container werden wir auch heute oder morgen noch abtransportieren und dann. Ja, alles klar. Dann tschüss und. Dann bedanke ich mich und ja, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss. So. Ja, sieht doch schon mal sehr gut aus hier mit den Hallen. Achso, ja. Moment. Ja, sieht das schon sehr gut aus mit den Hallen, würde ich sagen, ne? Ich weiß nicht, wie eure Meinung ist. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Lohnunternehmen so findet. Es wird noch eine Sache auf uns zukommen, und zwar gibt es ein Kartenupdate. Das heißt, die Karte wurde aktualisiert neu. Das heißt, wir werden das Ganze nochmal ein bisschen umgestalten, ne? Also, das heißt, wir müssen leider nochmal umziehen. Das wollte ich hier einfach nur mal erwähnen, dass ihr auch mal so ein bisschen Bescheid wisst. Ja, also ich selber bin zufrieden. Ich finde diesen Hof einfach geil, ja. Das ist einfach eine coole Sache, sowas mal zu haben und sowas zu besitzen. Und diese Halle, die macht einen einfach nur heiß, finde ich. Weil, gut, ich hätte mir das hier noch ein bisschen anders gewünscht, aber es geht halt nicht anders. Aber auf jeden Fall ist die Halle wirklich sehr geil und ich freue mich richtig. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die weiteren Aufnahmen hier auf unserem Kanal. Sollte euch dieses Video hier gefallen haben, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und sollte
es so sein, dass ihr neu seid auf diesem Kanal und unseren Kanal noch nicht kennt und sagt, Mensch, Kinder, das gefällt mir hier, dann abonniert uns auf jeden Fall kostenlos und folgt uns und aktiviert die Glocke. Das ist eine ganz wichtige Aktion, dass man die Glocke aktiviert, damit man ja auch immer eine Benachrichtigung bekommt, wann was Neues hochgeladen ist. So, von meiner Stelle aus gibt es nichts mehr zu sagen. Ich würde sagen, ich bedanke mich hier ganz herzlich wieder fürs Zuschauen und sage dann bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss.